Wie um alles in der Welt kann etwas so Positives oder so schön Klingendes, wie es gibt einen Schöpfer, es gibt ein Leben nach dem Tod oder christlich gesprochen sogar Gott ist die Liebe, zu so schrecklichen Sachen führen wie Kreuzzügen, Inquisition, Hexenverbrennung. Der Vortrag, der sich ein bisschen mit den dunklen Kapiteln der Geschichte beschäftigt, trägt den Titel Macht Religion intolerant. Und damit meine ich jetzt noch gar nicht irgendwie sowas wie Islamismus oder so irgendwie Terrorismus in anderen Gegenden der Welt oder in Afghanistan, sondern tatsächlich unsere europäische Geschichte. Das Thema ist deswegen wichtig, weil wir in Europa in einer Situation sind, wo immer mehr Menschen sagen, ich kann mich mit dem Christentum als Religion nicht identifizieren, aber ein paar Werte sind mir vielleicht trotzdem wichtig. Hat dann Kirche, hat Glaube überhaupt dann noch einen Platz oder ist es im Gegenteil eher ein Hindernis für spezifische Werte? Zunächst, von welchen Werten sprechen wir? Ich habe dieses etwas, naja, verallgemeinende Wort mal gewählt, westliche Werte. Das ist deswegen schwierig, weil die natürlich nicht auf den Westen sozusagen begrenzt sind. Die hat es woanders auch schon gegeben und die haben auch ganz unterschiedliche Ursprünge. Aber der Einfachheit halber, einfach weil politische Systeme wie die moderne Demokratie, moderne Verfassungen und sowas eben im Westen entstanden sind, deswegen nenne ich diese Werte jetzt mal westliche Werte. Wenn wir davon sprechen, macht Religion intolerant? Ja, worum geht es denn bei Toleranz? Worum geht es bei Toleranz? Das Erste, erstmal, es geht um sowas wie Menschenrechte. Und zwar universelle Menschenrechte. Damit ist gemeint, Menschenrechte eben nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern Menschenrechte, die ich zu respektieren oder die ich zu tolerieren habe. Okay? Ich kann dich nicht einfach irgendwie niederhalten, niederdrücken, nur weil deine Meinung mir nicht passt oder weil du von einem anderen Stamm bist. Es gibt universelle Menschenrechte. Und klassischerweise die Formulierung wie bei uns in unserem Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist so ein klassischer Ausdruck von Menschenrechten oder wir denken an die Erklärung der universellen Menschenrechte. Damit einher, so ein zweites Ding, ist das Thema Freiheit. Kann man fragen, ja, Religion macht intolerant, weil Menschen dann nicht mehr frei sind. Du bist nicht mehr frei zu lieben, wen du willst, zu glauben, was du willst, zu tun, was du willst. So. Und uns ist es aber ein Wert. Freiheit ist ein hoher Wert. Und ein dritter hoher Wert ist, ich nenne es mal Macht als Diener. Wir haben uns da total dran gewöhnt, dass das im Westen normal ist, dass jetzt ein Präsident oder Bundeskanzler oder sowas nicht nur darauf aus ist, dass alle ihm huldigen müssen, ihn verehren müssen, sondern dass politische Macht, naja, wie es hier heißt, im Artikel 1 Grundgesetz, alle staatliche Gewalt hat die Funktion, diesen Menschenrechten irgendwie zu dienen. Also das sind so ein bisschen die westlichen Werte, aus denen dann auch sowas wie Demokratie kommt. Und ich möchte die Frage stellen, bedroht Religion das? Denn das Interessante ist ja auch Menschen, die sagen, zum Beispiel wie der Robert Habeck von den Grünen, der sagt, er ist ein säkularer Christ. Der sagt von sich, ich glaube zwar nicht an Gott, aber die Werte des Christentums, und die haben ein bisschen was mit dem zu tun auch, die sind für ihn schon bindend. Und das finde ich interessant. Sogar jene, die das Christentum kritisieren, also sagen, die Christen sind die Intoleranten, die Christen sind die Menschenverachtenden, kritisieren das Christentum im Namen von christlichen Werten. Also darüber will ich im ersten Teil sprechen und dann kommt der zweite Teil mit dem großen Aber zu sagen, hey, aber wenn du die Kirchengeschichte anschaust, waren es doch gerade die Christen, die sich danach nicht verhalten haben. Aber dazu später mehr. Erstmal lade ich euch ein zu einer kleinen Zeitreise in das Jahr 479 und vor Christus, und zwar an den Hellespont, also an die Meeresenge, wo man in das Schwarze Meer hineinfährt. Und da gibt es einen Mann, der Artaüktes heißt, der ist ein Feldherr, und er hat gerade eine Schlacht verloren und mit seinem Sohn zusammen versteckt er sich vor der herannahenden griechischen Armee, denn er ist Perser. Und er versteckt sich und wird aber aufgelauert und er ergibt sich und er bettelt um sein Leben und er bietet Talente von Gold an, einfach nur, dass sie ihn leben lassen. Doch die Griechen packen ihn und halten ihn fest und steinigen seinen Sohn erstmal vor seinen Augen zu Tode.
Danach hin, ich habe euch schon gesagt, der Vortrag wird ein bisschen blutig, nehmen sie ihn und bringen sie ihn an eine der Schiffe, an die Schiffplanken und nageln ihn mit Dornen durch sein lebendiges Fleisch an das Holz und lassen ihn dann da sterben. Und warum tun die Griechen das? Also wenn wir hier über westliche Werte und über Demokratie sprechen, Griechenland als die Wiege der Demokratie, warum tun sie das? Weil die Perser vorher die Griechen angegriffen hatten beim Feldzug eins weiter vorher. Und da, also das ist ein Feldherr von Xerxes. Dessen Vater Darius hatte vorher schon die Griechen angegriffen. Und Darius war, relativ bekannt für seine Grausamkeit, die Perser allgemein. Die Perser haben die Kreuzigung zum Beispiel erfunden, aber nicht nur die. Besonders gern haben die Perser auch gepfählt. Ich werde euch nicht genau erklären, wie eine Pfählung ist. Das wäre nicht mehr jugendfrei. Aber Darius hat damit geprahlt in den Beschreibungen seiner Herrschaft, dass er seinen Feinden Nase und Ohren abschneiden ließ, ein Auge ausstechen und sie dann pfählen ließ. Und da sind sie dann innerhalb mehrerer Tage direkt vor seinem Palast langsam elendlich gestorben. Und es war praktisch Teil seiner Größe als Herrscher, seine Feinde grausam zu Tode zu foltern. Wenn wir über westliche Werte sprechen, müssen wir erstmal schauen, woher kommen wir als Menschheit? Das, was wir hier haben, irgendwie, dass das Individuum was wert ist, dass du nicht dein Feind, den du besiegt hast, der um Gnade bettelt, zu Tode folterst, nachdem du seinen Sohn vor deinen Augen umgebracht hast, das ist absolut unnatürlich. Das Normale in der Menschheit ist eher so, also nicht irgendwie alles sind gleich viel, sondern das Normale ist, da ist einer, der ist oben und der ist der Große, ja? Der hat eine Krone. Ja, andere Farbe schnell hier. Das ist der Große. Und dann gibt es ganz viele Kleine und die sind nicht frei. Die sind teilweise sogar Sklaven. Der hat so eine Kette. Und die sind einfach nur da, um denen hier oben irgendwie zu dienen. Das ist das menschliche Normal. Und bestenfalls haben die so ein bisschen Rechte innerhalb dieses einen Systems. Aber von universalen Menschenrechten erstmal kannst du überhaupt nicht sprechen. Das ist was komplett Neues und was Interessantes und was Unerhörtes. Und wenn du fragen würdest, auch in Geschichtsunterricht oder sowas, woher kommen denn dann diese universellen Menschenrechte? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Dann hört man sehr, sehr oft, das war die Aufklärung. Als Aufklärung bezeichnet man eine geistesgeschichtliche Strömung im 18. Jahrhundert, die Wissenschaft und Rationalität sehr in den Vordergrund gestellt hat. Und die Aufklärung hat sich ganz, ganz, ganz verdient gemacht um diese Themen. Die haben darüber nachgedacht und erste Formulierungen für viele dieser Rechte gefunden. Das ist tatsächlich wahr. Es gibt aber drei große Abers. Das erste Aber ist, die Aufklärer waren selber oft weit davon entfernt, wirklich universelle Menschenrechte anzuerkennen. So hatten zum Beispiel der Hume, Kant oder Hegel waren nicht wirklich gegen Sklaverei. Sie hatten ziemlich rassistisches Gedankengut, auch antisemitisches Gedankengut an etlichen Stellen. Auch haben die großen Aufklärer in der Regel die Sklaverei noch nicht abgeschafft. In der Französischen Revolution, die aus der Aufklärung hervorgegangen ist, wurde die Sklaverei kurzzeitig abgeschafft. Danach hat Bonaparte, Napoleon, der sich auch als großer Aufklärer sah, die Sklaverei wieder eingeführt. Also es ist nicht so, dass sie konsequent waren in der Anwendung dieser Menschenrechte auf allen. Und vor allem, und das ist noch wichtiger, Voltaire, auch übrigens ein Antisemit, er hat gemeint, die Juden seien das letzte der Völker, die es überhaupt gibt und so weiter. Noch wichtiger aber, die Aufklärung hat unglaublich viel Positives hervorgebracht, aber die kam nicht aus nichts. Du kannst auch fragen, warum ist denn die Aufklärung in Europa eigentlich entstanden? Warum im 18. Jahrhundert? Und was ist ihr vorangegangen? Die Aufklärung hat ein spezifisches Menschenbild schon gehabt, als Voraussetzung, das deutlich älter ist. Und von dem wissen wenige. Nochmal kurz zurückgespielt in die Antike. In der Antike hatte der Pater Familiae, also der Familienvater, fast universelles Recht über seine Familie. Der durfte, wenn ein Kind geboren wurde, entscheiden, ob das Kind am Leben bleibt oder ausgesetzt wird. Der durfte mit seiner Frau, auch ziemlich machen, was er will, und mit seinen Sklaven sowieso. Das war die normale römische Antike. In dieser gleichen Zeit entsteht ein Text, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Ihr kennt den vielleicht, aber vor diesem Hintergrund müssen wir hören, wie radikal der Text ist. Hier schreibt ein Verfasser,
dieser Brief wird Paulus zugeschrieben. Er sagt, früher habt ihr nicht zur Gemeinde gehört. Damit meint er eine bestimmte Religionsgemeinde, nämlich die Israeliten, die Juden, die sich als auserwähltes Volk verstanden haben. Und er sagt, jetzt aber seid ihr durch Jesus Christus, durch sein Blut in die Nähe gekommen. Und jetzt Vers 14 von Kapitel 2, denn er ist unser Friede. Er vereinte die beiden Teile, nämlich Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Das klingt ein bisschen kompliziert und religiös, aber was Paulus hier sagt, ist absolut revolutionär. Es ist meines Erachtens zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass formuliert wird, egal aus welchem Volk du kommst, nämlich ob du Jude bist oder Heide bist, du gehörst zu einem Volk Kraft deines Glaubens. Das ist für uns heute ja eh klar. Aber das war damals überhaupt nicht eh klar. Wenn du römischer Bürger warst, hattest du Rechte. Wenn du kein römischer Bürger warst, hattest du keine Rechte. Hier wird auf einmal das ganze klassische alte Stammesdenken und man kann auch sagen, die Ursache von allem Rassismus der Welt, zu sagen, nur wir in unserer Gruppe, wir sind wer, aufgebrochen. Und es wird gesagt, wir sind alle auf einer Ebene. Wir sind auf einmal ein gemeinsames Volk. Und das war revolutionäre Sprengkraft ins Römische Reich hinein. Die sind nicht gleich aufgetreten und mit den Menschenrechten, ganz so schnell ging es nicht. Aber was passiert ist, dass die frühen Christen in Konflikte gekommen sind. Und es gab Christen, die sich zum Beispiel geweigert haben, dem Kaiser Weihrauch zu opfern, den Kaiser als Gott zu verehren, also zu sagen, einer ist alles. Und dann wurden sie gefragt, wie kann es sein, warum bist du dem Kaiser nicht loyal, bist du kein Römer? Und die Märtyrer haben geantwortet, ich bin ein Christ. Aber aus welchem Volk kommst du? Sie haben geantwortet, ich bin ein Christ. Tatsächlich diese frühen Märtyrerakten aus dem alten Rom sind eine der Grundlagen unseres modernen Verständnisses, dass der Einzelne ein Recht hat, auch zu seinem Glauben zu stehen. Und bei den frühen Christen blieb es nicht, dass es einfach für sie selber galt, sondern Christen haben das römische Weltreich dadurch erschüttert und unterminiert, untergraben, dass sie sich um diese Leute gekümmert haben. Dass sie angefangen haben, die Witwen und Waisen aufzunehmen, die ausgestoßenen Kinder aufzusammeln. Tatsächlich 369 wurde unter Basileus von Caesarea das erste Ptocheion gegründet, das erste Armenhaus, 369 nach Christus. Die Christen haben Leprakranke und Arme mit Würde behandelt und aufgenommen. Das war komplett unerhört. Übrigens, was ich euch in dem Vortrag erzähle, sind nicht meine persönlichen eigenen Weisheitsergüsse, sondern wenn du unten auf den Link klickst, hast du ein Dokument mit all den Quellen, die ich herausgesucht habe dazu. Ich berufe mich hauptsächlich auf zwei Bücher heute, auf eines meines Erachtens über das ganze Thema Toleranz und Gewalt, eines der ausführlichsten, wenn nicht das ausführlichste Werk aus der Kirchengeschichte, Arnold Anger nennt, Toleranz und Gewalt, ist ein ziemlicher Schinken. Was besonders Interessantes ist, alles, ich zeige euch das einfach mal, ich hoffe, man sieht das in dem Bild, so alles ab hier ist nur noch Fußnote und Literaturverzeichnis. Okay, das ist, ich sage einfach nur für die Karl-Heinz Deschner-Fans unter euch, Kriminalgeschichte des Christentums oder Ähnliches, das ist das kirchengeschichtliche Standardwerk. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was so ausführlich recherchiert hat mit Tausenden von Quellen und Fußnoten. Leichter lesbar, ich weiß nicht, ob es schon auf Deutsch gibt, ist von dem New York Times Bestseller-Autor Tom Holland, Dominion, The Making of the Western Mind. Wie gesagt, unten in den Quellen könnt ihr das ansehen, aber ich erzähle euch nicht irgendwas Oberflächliches aus Wikipedia zusammenkopiertes, sondern meines Erachtens das Wenige, was ich davon verstehe, was tatsächlich die Forschung darüber hergibt. Der Althistoriker Paul Vaine, also ein Franzose, der sagt, ohne große Gewissensbisse hatte das Heidentum die Hungernden, die Alten oder die Kranken ihrem Schicksal überlassen. Altersheime, Waisenhäuser, Krankenhäuser sind Institutionen, die erst zur Zeit des Christentums eingerichtet wurden. Selbst ihre Namen waren im Griechischen und Lateinischen neu. Es gab's vorher nicht. Und es war einer der Gründe, warum das Christentum im alten Rom so attraktiv war. Das wird später im Mittelalter noch viel größer. Die Abtei Cluny, eine der großen Klöster in Burgund, hat jährlich 17.000 Armenspeisungen durchgeführt, allein dazu später noch neu.
noch mehr. Wir sind noch immer bei der Frage, wie kommen wir aber zu der Formulierung von Menschenrechten? Jetzt haben wir nur gesagt, dass die sich um die Armen gekümmert haben. Der Begriff Menschenrecht taucht nicht zum ersten Mal auf in der Aufklärung, nicht zum ersten Mal auf bei den Vereinten Nationen, sondern in einer Epoche, die meistens geschmäht wird als dunkel, im Mittelalter, genau genommen im Hochmittelalter. Das erste Mal wird von einem Naturrecht, das jedem Menschen zukommt, im Decretum Gratianum, einer kirchenrechtlichen Quellensammlung aus dem Jahr 1140 gesprochen. Und da geht es um die Frage zum Beispiel, wie ein Dieb zu bestrafen ist. Und hier wird gesagt, wenn der Dieb stiehlt, weil er sonst verhungern würde, hat er ein natürliches Recht zu stehlen. Weil er hat ein Menschenrecht, nicht zu verhungern. Und das ist eine interessante Aussage. Nach diesem alten Bild hast du einfach nur das Recht, was der von oben dir zusteht. Und hier wird aber gesagt, nee, der eine hat ein Recht für sich. Auch in anderen Religionen, im Islam zum Beispiel, gibt es die Pflicht, dem Armen Almosen zu geben. Aber es ist was ganz anderes. Hier wird gesagt, der Arme hat per se ein Recht. Und das dem vorzuenthalten, ist Unrecht. So ähnlich auch der große Kirchenlehrer zur gleichen Zeit, Thomas von Aquin. Er sagt, auch der Sünder ist zwar, an ihm ist die Sünde zu hassen, aber das, was Mensch an ihm ist, ist immer zu lieben. Also er hat eine Würde auch als Sünder, die er nicht mehr verlieren kann. Sehr wichtig. Auch sehr interessant, weil wir über das Mittelalter ja oft sehr, sehr, sehr schlecht denken. Im mittelalterlichen Kirchenrecht ist die Stellung der Frau bedeutend besser als zur gleichen Zeit im weltlichen Recht. Wir sind natürlich noch weit davon entfernt von echter Gleichberechtigung, aber das Kirchenrecht ist fortschrittlicher. Ich mache euch zwei Beispiele. Das erste, es wurde definiert, dass eine Ehe nur gültig ist, wenn die Frau freiwillig zustimmt. Jetzt sagst du, es ist ja klar. Nein, ist nicht klar. Ist nicht mal heute klar in manchen Kulturen. Ist menschheitsgeschichtlich kein bisschen klar. Die Frauen wurden verkauft und hin und her geschachert. Es ist revolutionär, dass im Mittelalter gesagt wird, die Frau muss zustimmen. Es geht sogar noch weiter. Ivo von Chartres, ein Jurist aus dem 12. Jahrhundert, schreibt im Jahr etwa 1110, der ist nämlich 1115 oder 1116 schon gestorben, schnallt euch an, dass Sex zwischen Eheleuten nur okay ist, wenn er einvernehmlich ist. Im finsteren Mittelalter, im Jahr 1110, schreibt ein katholischer Kirchenrechtler, dass Vergewaltigung in der Ehe nicht okay ist. Okay, das haben manche modernen Gesetze erst vor ein paar Jahrzehnten so definiert, steht so drin. Also einfach mal so zu schauen, so finsteres Mittelalter. Er sagt, hey, in einer Ehe ist wichtig, wie es der Frau dabei geht sexuell. Heute logisch, im Mittelalter nicht logisch. So, einmal mehr. Im Römischen Reich darf der Pater Familie machen, was er will, seinen Sklaven töten, wenn er das will. So, die Formulierung von Menschenrecht taucht zum ersten Mal auf im Jahr 1140 im Kirchenrecht. Ich glaube, wir müssen an etlichen Stellen unsere Sicht aufs Mittelalter verändern. Wir denken oft, das ist so ein bisschen wie, die haben irgendwie auf den Bäumen gelebt und es waren alles Barbaren. Solche Barbaren haben solche Sachen gebaut. Das ist das Mittelalter. Du könntest sowas heute nicht mehr bauen. Du fändest nicht mal die Handwerker, die sowas bauen können. Also welche Kultur brauchst du außenrum? Das ist die Saint-Chapelle in Paris, direkt gegenüber, oder ein paar Straßen weiter von Notre-Dame, um sowas herzustellen. Das Mittelalter hatte etliche Sachen nicht, die wir heute haben, aber es war keine Zeit des Barbarentums, es war eine Zeit der Blüte in ganz vielen Bereichen. Wir gehen auf die andere Seite der Erde, einfach nicht um zu sagen, da war alles gut, da war alles schlecht, aber einfach um zu unterscheiden, was ist das Normale und was ist das Nicht-Normale. Wir haben hier 1140 eine Erklärung, dass jeder Mensch Rechte hat. Wir springen jetzt nach Mexiko zur Zeit der Azteken, zur Zeit der Religionsausübung, die christlichen Eroberer oder so christlich waren sie nicht, die Conquistadoren, vorgefunden haben, als sie nach Südamerika gekommen sind. Ich lese euch jetzt mal was vor über den Kult des Gottes Huitzilopochtli. Huitzilopochtli hatte anlässlich der Einweihung seines Tempels, legte er Wert auf Menschenopfer. Und um genau zu sein, wurden 80.000 Menschenopfer dargebracht zur Einweihung dieses Tempels. Das waren Kriegsgefangene,
Frauen und Kinder und Sklaven. Sklaven durften für Menschenopfer verwendet werden. Am liebsten am liebsten hatten die Götzer Calquiatl. Und Calquiatl ist das kostbare Blut. Und das kostbare Blut ist Blut, das aus einem noch lebenden, schlagenden Herzen abgepumpt wird. Das war den Göttern am wichtigsten. Es gab auch einen anderen Gott, der hieß Xipe-Totec, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das heißt der Gehäutete, dessen Priester und die, die ihn verehrt haben, haben sich in die Haut von Menschen gehüllt, denen sie vorher beim lebendigen Leib die Haut abgezogen haben. Das war der Kult an diesem Gott. Dann gab es noch den Gott Tlaloc. Tlaloc war der Gott des Regens, der legte Wert auf Kinderopfer, aber die Kinder mussten vorher zum Weinen gebracht werden, bevor sie geopfert wurden, denn nur dann war praktisch, konnte der Regen beschworen werden. Und wenn ihr denkt, ich habe da jetzt was gegen die Mexikaner, die letzten Menschenopfer in Deutschland wurden 1150 auf der Insel Rügen von Slawen verbracht. Menschenopfer waren völlig normal in der kretisch-mykenischen Kultur, in der chinesischen Kultur, in Karthago, in Island, bei den Germanen, auf der ganzen Welt, auf der Insel Rügen, noch vor nicht mal 1000 Jahren, vor 900 Jahren. Im krassen Kontrast dazu, ein spanischer Missionar, der nach Südamerika kommt, Bartolomé de las Casas, ist einer der entscheidenden Vordenker dieses Themas oder Weiterdenker des Themas Menschenrechte. Was passiert ist? Westliche Konquistadoren finden dort Gold, unterdrücken die Indios dort und behandeln sie richtig mies und beuten sie aus. Einfach genauso wie Kapitalismus funktioniert oder hemmungslose Finanzorientierung. Bartolomé de las Casas hat 1515 ein eindrückliches Erlebnis und er kommt zu der Entscheidung, was hier passiert, ist Unrecht. Er schreibt darüber, er sagt, indem er Thomas von Aquin zitiert, Jesus hat seine Jünger wie Schafe unter die Wölfe gesandt, die Welt zu erobern und nicht wie Wölfe unter die Schafe. Und er schreibt an den Papst und schließlich Thomas Cajetan, ein wichtiger Kirchengelehrter, hilft ihm dabei, diesen Punkt vor dem Papst zu machen. Tatsächlich, er wird dann auch der Oberer der Dominikaner, der Thomas Cajetan, und sie fangen an, den spanischen König zu kritisieren für das, was da passiert. Und Bartolomé de las Casas ist eigentlich der Erste, der wortwörtlich das, den Begriff verwendet von Menschenrechten, Derechos Humanos. Er sagt, Sklaverei ist Unrecht, denn es gibt unveräußerliche Rechte, die Indios haben, die jeder hat, egal ob er Christ ist oder ob er es nicht hat. Und Thomas Cajetan geht so weit, als eine spanische Delegation nach Rom kommt, sagt er ihm, ihr müsst wissen, euer König ist in der Hölle. Also ein klarer Affront, der kann sich noch so christlich nennen, wie er will. Ja, da kannst du ein bisschen drüber taufen, aber dieses System ist korrupt. Es geht weiter. Papst Paul der Zweite schreibt 1538 zum Verhältnis. Das ist etwa 200 Jahre, bevor irgendein Land die Sklaverei abschafft. 200 Jahre vorher, 200 Jahre vor der Aufklärung, schreibt er, dass die Indianer in Südamerika das gleiche Recht haben wie alle, dass sie nicht ausgebeutet oder versklavt werden dürfen, dass ihre Freiheit und ihr Besitz nicht angetastet werden darf. 200 Jahre vor der Aufklärung. Und es geht weiter. Ich muss ein bisschen springen, aber beim Thema Menschenrechte, auch die Reformation hatte einen wesentlichen Impuls für die Menschenrechte dahin, dass die Reformatoren gesagt haben, jeder muss die Möglichkeit haben, die Bibel in seiner eigenen Sprache zu lesen und auszulegen. Ihr Lieben, das ist ein wesentlicher Grundbaustein für die Entstehung von Demokratie. Dass man sagt, hey, jeder kann sich eine Meinung bilden und kann argumentieren, warum er dieses oder jenes glaubt. Also auch Martin Luthers, hier stehe ich, ich kann nicht anders, erinnert an das, was die frühen Märtyrer gemacht haben und war ein Impuls hin zur Demokratisierung. Kommen wir zum zweiten, also ich unterstreiche mal universelle Menschenrechte. Es stimmt, sie wurden zum ersten Mal formuliert in der Aufklärung und dann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg erst. Aber da gibt es Wurzeln. Die Wurzeln reichen weit hinein in christliches Denken. Wir kommen zum zweiten Begriff der Freiheit. Ich weiß nicht, ob es in der ganzen Menschheitsgeschichte ein
früheres Dokument für die Freiheit des Einzelnen gibt als die Apologie des Sokrates. So sieht die Ausgabe aus. Wir hatten das im Griechischunterricht. Zu meinem Erschüttern habe ich echt Mühe, das überhaupt noch zu lesen. Also Sokrates ist Hoti men hymeis ho andres athenaioi pepontate hypotonemon kategorien uk oida kategoron uk oida. Also ich weiß gar nicht, ihr Männer aus Athen, woher und so weiter, was gegen mich gesagt wird, was es mit mir zu tun hat und so weiter. Sokrates wird nämlich 399 vor Christus hingerichtet und verurteilt, und zwar, obwohl er eigentlich nur diskutiert hat. Der ist den ganzen Tag rumgelaufen und hat mit den jungen Leuten über die Wahrheit sich ausgetauscht. Aber er wird angeklagt der Asebie, also der Gottlosigkeit, und dass er die Jugend verführt. Und Sokrates ist so, man kann fast sagen, in der europäischen Geschichte der erste Märtyrer für die Freiheit. Er sagt in der Apologie, in seiner Verteidigungsrede, ich muss meinem Gewissen folgen, meinem Daimonion. Das ist wichtiger als zu leben oder zu sterben. Ich muss für die Wahrheit einstehen. Das ist ein Grundlagendokument, total abgefahren. Das ist ein Detail, was nur ganz wenige wissen. In dem Werk, also sein Schüler Platon schreibt das alles auf. Selber schreibt Sokrates nichts auf. Aber in der Politeia, also in dem Buch Der Staat, diskutiert Sokrates einmal über das, wie Gerechtigkeit so funktioniert. Und Platon kommt zu der Aussage, was wäre denn, wenn ein Mensch vollkommen gerecht wäre? Der Gorgias sagt, es ist viel besser, wenn du nur äußerlich gerecht bist. Du tust nur oft gerecht, aber in echt machst du dein eigenes Ding. Weil wer will denn wirklich gerecht sein? Und keine Ahnung, was passiert denn dann? Und Gorgias sagt, was, wenn einer komplett gerecht wäre? Der würde von den Menschen ausgestoßen werden. Eigentlich würde den keiner wollen. Am Schluss würden sie ihn zum Tode verurteilen und kreuzigen. 400 vor Christus steht es bei Platon. Die Vorstellung, dass es Mächte gibt, in dem, wie menschliche Systeme funktionieren, dass man die Gerechtigkeit, dass man die Wahrheit eigentlich nicht will. Wenn da einer kommt, der gegen unser System geht, sind wir alle verschworen und sagen, du musst sterben. Sokrates hat einen Schierlingsbecher trinken müssen, aber es gab eine Ahnung, letztendlich wird jemand am Kreuz sterben. Sehr faszinierend. Einmal mehr, auch hierzu habe ich die Quelle unten verlinkt. Also, die individuelle Freiheit des Einzelnen hat hier bei Sokrates eine Wurzel, aber auch bei den christlichen Märtyrern. Und deswegen ist es relativ verständlich, dass im frühen Christentum sehr bald das Thema Sklaverei auf den Punkt kam. Sklaverei ist ja sozusagen das absolute Gegending von Freiheit. Das Problem ist jetzt ein bisschen, es gab im Mittelalter, es gab besonders nachher in Kolonien schreckliche Missstände von Sklaverei, wo Christen beteiligt waren. Und das Christentum hat nicht mit einem knapp irgendwie die Sklaverei abgeschafft, obwohl im Neuen Testament aufgefordert wird, die Sklaven gut zu behandeln, tatsächlich, dass eigentlich alle gleichen Wert haben. Das ist die Ethik, die gepredigt wird, aber es steht nirgends drin, ihr müsst jetzt die Sklaverei eins zu eins abschaffen. Dennoch fangen christliche Denker sehr früh an, die Sklaverei zu kritisieren. Zum Beispiel der Kirchenlehrer Gregor von Nyssa sagt, das ganze Universum würde als Kaufpreis nicht reichen für eine menschliche Seele. Und er lehnt Sklaverei ab. Interessant ist aber tatsächlich, bei den Merowingern, also die haben so, um 500 nach Christus hier in unserer Gegend und so gewohnt und waren am Anfang noch nicht Christen, sind Sklavenmärkte noch bekannt. Aber der Sklavenhandel stirbt hier in Deutschland oder in Europa bis zum 10. Jahrhundert aus. Also es ist nicht ein 1-zu-1-Ding, Sklaverei wird abgeschafft, aber der Handel mit Sklaven gilt mehr und mehr als verwerflich, gilt mehr und mehr als Sünde. Und es ist wichtig zu wissen, es gab in der Antike auch Philosophen, die Sklaverei kritisiert haben, aber das hat politisch keine Auswirkungen gehabt. Dagegen im Frankenreich, also im christlichen Reich hier in Europa, stirbt der Sklavenhandel mehr und mehr aus. Und die ganz massiven Aussagen im Jahr 1000, im Jahr 1025, ich habe hier ein Bild von, ein Stich von der Stadt Worms, weil eigentlich der erste bedeutende deutsche Kirchenrechtler, Buchard von Worms, ich kannte den noch nicht vorher, ums Jahr 1025 gestorben,
schreibt von der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und sagt, wer einen Menschen tötet, hat ein Abbild Gottes getötet, und schreibt dabei auch über die Sklaverei. Noch deutlicher schreibt Eike von Repgow im Sachsenspiegel. Was ist der Sachsenspiegel? Der Sachsenspiegel, das ist hier ein Faksimile vom Sachsenspiegel, ist das älteste deutsche Rechtsbuch. Das älteste, nicht das Grundgesetz, das ist nicht das bayerische irgendwas Gesetz. Das älteste deutsche Rechtsbuch ist der Sachsenspiegel von Eike von Repgow aus dem Jahr etwa 1200. Und dort im Sachsenspiegel, das ein eigentlich kirchenrechtliches Buch ist, aber auch weltliches Recht, wird festgelegt, dass Sklaverei verboten ist, dass Sklaverei nicht in Einklang zu bringen ist mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Es ist erst deutlich später, ab dem Jahr 1500, dass Sklaverei in Europa wieder eine Rolle spielt, und zwar durch Handelskontakt mit der islamischen Welt, wo die Sklaverei nie abgeschafft war. Und muslimische Korsaren reisen in Afrika herum auf den Inseln und haben ein blühendes Sklavengeschäft. Und europäische Mächte lassen sich darauf ein, hauptsächlich fernab von Europa, da wo es keiner mitkriegt, nämlich in den Kolonien. Und auch hier 1644 und 1680 verurteilt der Papst jeweils den Sklavenhandel, aber trotzdem entstehen in den Kolonien entsetzliche Missstände, sowohl in den britischen als auch in den portugiesischen und als auch besonders später in den französischen Kolonien mit Hunderttausend, mit Millionen von aus Afrika verschleppten Sklaven. Man muss sich vorstellen, dass es dort muslimische Stämme gibt, die von Sklavenfangen, von Menschenhandel leben. Und die westlichen Mächte steigen damit ein, die Portugiesen helfen ihnen auch, kaufen denen die Sklaven ab und bringen sie in die Kolonien. Und es ist absolut entsetzlich, absolut schrecklich. Der Protest wird lauter und der Protest kommt maßgeblich von christlicher Seite. John Wesley, ein Erweckungsprediger, der Begründer des Methodismus, man könnte sagen, seine freikirchliche, eine evangelikale Welle in England, auch in Amerika, aber auch in England, schreibt 1774 in seinem Text Thoughts upon Slavery, auch hier wieder, ich habe das Originalzitat, die Originalquelle verlinkt, die ist komplett im Internet zu sehen, er schreibt: I absolutely deny all slaveholding to be consistent with any degree of even natural justice. Er sagt, nicht mal mit natürlichem Menschenrecht lässt sich Sklaverei irgendwie in Einklang bringen, und er meint damit, und erst recht nicht mit irgendwas wie Christentum. Es führt dazu, diese Wesley-Bewegung mündet ein in die Abolitionist Movement, wo Wilberforce dazugehört. Englische evangelikale Christen sind es, die Druck ausüben auf die britische Krone, dass Sklaverei abgeschafft wird. Die machen auch noch andere Sachen. Also gerade wenn man denkt, die waren da nur irgendwie an der Bibel und am Herrn Jesus interessiert. Die haben die Arbeitsbedingungen in Fabriken verbessert. Die haben Armenhäuser gebaut. Die haben Armenschulen gebaut, Fabrikschulen gebaut. Und tatsächlich, es war nicht das aufgeklärte Frankreich, es war nicht Voltaire und Rousseau, es waren nicht die aufgeklärten Franzosen, die die Sklaverei abgeschafft haben, sondern es war das fromme, methodistische England, das 1807 die Sklaverei abgeschafft hat. So, Macht als Diener, dazu komme ich nochmal später, aber hier nur ein paar holzschnittsartig nachgezeichnete Linien, wie die Idee von Menschenrechten und von der Freiheit des Individuums sich zutiefst aus christlichen Wurzeln gespeist hat und dahinter natürlich von jüdischen. Wir denken das Christentum nie getrennt vom Judentum. Das Besondere beim Christentum ist, dass es aus dem nationalen, aus dem Volksgedanken des Judentums noch rausgeht und sagt, alle können Kinder Abrahams werden, egal welcher Herkunft. Das ist nochmal neu. Viele von den ethischen Prinzipien gibt es im Judentum vorher genauso schon. Jetzt gibt es das riesengroße Aber. Das riesengroße Aber ist, okay Johannes, jetzt hast du ja eine schöne Linie aufgezeigt, aber steht doch in einem schreienden Verhältnis zu den 90%, die du jetzt ausgelassen hast, von diesen positiven 10%. Wie sieht es aus mit diesen krassen Sachen wie Ketzerverfolgung, mit spanischer Inquisition, mit Hexenwahn und nachher eine Stufe weiter werden wir uns noch heilige Kriege anschauen, Zwangsbekehrungen, Kreuzzüge. Ich kann nicht im Einzelnen auf alles eingehen und ich
Ich erzähle jetzt nur eine Seite, die oft ein bisschen zu kurz kommt. Du müsstest 100 Bücher schreiben und einmal mehr. Du kannst dich ja vertieft einlesen. Ich behaupte nicht, da historisch jedes Detail beleuchten zu können. Aber ich versuche eine einseitige Deutung ein bisschen zu ergänzen durch eine zweite. Ich hoffe, das gelingt mir, ohne dass es so klingt, als würde ich irgendwas auslassen. Zunächst Ketzerverfolgung, Hexenwahn, Inquisition. Das Christentum hat von seinen Ursprüngen her ziemlich tolerante Anfänge. Es hat einen Religionsgründer, der sagt, wenn einer dir auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke hin, du sollst deine Feinde lieben. Da kann von Zwang und so keine Rede sein. Und tatsächlich bis ins zweite Jahrhundert hinein oder sowas ist die Haltung unter Christen eindeutig die des Dialogs. Also auch Justin oder Origenes, also Kirchenlehrer, Vordenker, gehen davon aus, das, was in der Philosophie wahr ist, ist auch christlich wahr. Also im Sinne von, wir können Naturwissenschaften oder gibt es damals noch nicht in dem Sinne, aber philosophische Erkenntnisse von anderen müssen wir nicht bekämpfen, sondern wir können sie integrieren, wir können im Dialog damit sein, denn wenn Christus der Logos ist, also die Vernunft schlechthin, dann können Menschen Teile dieses Logos, Samen dieses Logos auch erkennen, wenn sie ihn gar nicht kennen. Das ist also per se eine tolerante Haltung und auch nachdem das Christentum Weltreligion wird, herrscht erstmal eine Phase von Toleranz. Es wird entgegen anderslauternden Behauptungen heidnische Tempel nicht zerstört, teilweise als Kirchen umgenutzt, aber das ist der Grund, warum es die heidnischen Tempel heute überwiegend noch gibt. Ja, Tertullian im Jahr 225 nach Christus gestorben, also ein wichtiger frühchristlicher Denker. Er sagt, es ist ein Gottesvergehen, jemanden in der Wahl seiner Religion irgendwie gewaltsam zu beeinflussen, denn Gott will nicht mit Zwang verehrt werden. Genauso auch Laktanz, wenig später, 317 gestorben. Das ist alles noch bevor Christentum Staatsreligion wird. Er sagt, Religion ist mehr als alles eine Sache der Freiwilligkeit. Als einige Jahrzehnte später am Kaiserhof dann schon ein Magier, nämlich Priscillianus, zu Tode verurteilt wird, kommt Martin von Tours, das ist Sankt Martin, der ist das, ja? Dieser Sankt Martin und auch Ambrosius von Mailand, der da Lehrer von Augustinus war, kommen und protestieren und sagen, das geht nicht, auch wenn der ein Ketzer ist, auch wenn er Magie betrieben hat, wir tun niemanden zum Tode verurteilen. Tatsächlich dieser Priscillianus, der 385 hingerichtet wurde, ist in der Westkirche im ganzen ersten Jahrtausend der einzige bekannte Fall eines verfolgten Ketzers. Also bei allem, was man dann sagt, ist, es gab 1000 Jahre nicht die Idee, dass du Ketzer kirchlicherseits irgendwie verurteilen darfst. Anders war es allerdings, und das ist das große Problem, das Christentum geht mehr und mehr eine Allianz ein mit der politischen Macht. Und ob das jetzt immer nur gut oder immer schlecht war, keine Ahnung. De facto ist der Kaiser Herakleios, der ist der Kaiser von Ostrom, also heutiges Istanbul, Byzanz, der oströmische Kaiser, der ist auch Christ. Im Jahr 632 lässt er die Juden von Karthago zwangstaufen. Das ist mal so das erste Kirchengeschichtliche, wo man sagt, warte mal, der lässt die taufen, obwohl sie gar nicht wollen. Und das Ganze hat leider eine sehr unselige Entsprechung auch in unseren Landen unter Karl, der auch der Große genannt wird, Karl der Große, der 814 gestorben ist, mit einer der dunkelsten Kapitel der ersten 1000 Jahre Christentum ist der Sachsenfeldzug von Karl dem Großen. Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Spielt da Religion eine Rolle, dass man auch seine Macht erhält? Oder ging es dem wirklich um den Glauben? Aber er hat das noch nicht ganz verstanden, dass es vielleicht nicht gut ist, irgendwie 4500 Gefangene enthaupten zu lassen. Das hat er nämlich getan. Und bei ihm gab es tatsächlich diese Formel, lass dich taufen oder werde umgebracht. Und es zieht sich in seinen Nachfolgern durch, obwohl sein Lehrer und sein theologischer Berater Alcuin widerspricht und sagt, Glaube darf nicht durch Zwang kommen. Also es wird kirchlicherseits auch widersprochen. Dennoch bleibt es in dem jetzt entstehenden Karolingerreich, bleibt es ein Problem. Also die ziehen dann auch so gegen die
die baltischen Länder da oben rauf und es gibt die Praxis der Zwangsmissionierung. Was man rückblickend auch sagen muss, was dadurch aber auch entsteht, ist ein, ja, es ist ein bisschen gemein zu sagen, aber es ist auch die Grundlage des heutigen Europas. Nämlich die Vorstellung, dass auch die Sachsen oder auch die Friesen, egal welcher Länder, dadurch, dass sie jetzt getauft sind, Teil von einem fränkischen Großreich sind. Nicht positiv, wie es dazu gekommen ist, gleichzeitig dadurch, dass sie jetzt eine einheitliche Sprache bekommen, dadurch, dass sie, die Bibel wird übersetzt in die Sprachen, sie werden darin unterrichtet, entsteht auch eine kulturelle Blüte. Man spricht auch von der karolingischen oder ottoringischen Renaissance, also Buchhandschriften in den Klöstern, Musik, auch Wissenschaften gedeihen. Eine Bibliothek in der karolingischen Zeit hat schon 500 Bücher. Das ist zu der Zeit viel nach den Wirren der Völkerwanderung. In der Universität von Paris ums Jahr 1200 gibt es dann 2000 Bücher. Also man sieht Bildung und so weiter, was über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg verloren war, kommt langsam wieder. Dennoch Karl der Große, keine besonders rühmliche Figur letztendlich. Und trotzdem ist das Thema Verfolger von Ketzern, also sagen, du glaubst was Falsches oder weil du eine Hexe bist, das kommt im großen Stil erst etwa ab dem Jahr 1200. Und zwar über die Welle der Katharer. Ich kann euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Die Katharer waren eine Strömung in Südfrankreich, die eine eigenartige Lehre verfolgt haben. Da gab es auch so Praxis wie so lang fasten, bis man stirbt und so. Also eine sehr asketische Bewegung und die wird von der Kirche, aber auch von der weltlichen Macht bekämpft. Und jetzt müsst ihr verstehen, Kirche und politische Macht waren damals nicht getrennt, also nicht wirklich, nicht konsequent und deswegen gab es hier ständig Vermischungen. Tatsächlich Papst Innozenz III. Führt das ein, was man Inquisition nennt. Und Inquisition heißt erstmal Untersuchung, das heißt, es wird untersucht, ist jemand ein Ketzer oder nicht. Und hier ist am Anfang, sind die Regeln noch relativ strikt. Es wird gesagt, jemand wird nur dann als Ketzer verurteilt, wenn es einen eindeutigen Beweis gibt und es mindestens zwei Zeugen gibt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte das Kirchenrecht Folter immer abgelehnt. Aber jetzt fangen die Kirchenrechtler an und sagen, naja gut, bisschen Folter ist okay. Einschränkungen, es darf kein Blut vergossen werden. Folter darf nur einmalig eingesetzt werden und maximal 30 Minuten. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde auch nicht gerne 30 Minuten gefoltert werden. Jetzt das Schlagwort spanische Inquisition wird dann bis heute zum Inbegriff vom absoluten Terror. Und deswegen möchte ich ein paar Zahlen zur spanischen Inquisition. Erstmal, es sind Zeiten, die anders sind als die heutigen. In den 1200er Jahren passiert unter anderem auch der Mongolensturm. Die Mongolen nehmen das größte Weltreich ein, das es überhaupt je gegeben hat, von China bis zur weitesten Ausdehnung, letztendlich bis nach Ungarn. In diesem Mongolensturm werden etwa 40 Millionen Menschen getötet, in vielen Gegenden 30% der Bevölkerung. Das heißt, die kommen durch und zack, 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 zack. Genghis Khan, der hat es auch sonst relativ wild getrieben, der hat so viele Kinder gezeugt, einige tausend, dass man seine genetischen Spuren heute noch in Asien findet. Man schätzt, dass es bis zu 16 Millionen Menschen gibt, die von Genghis Khan abstammen. Also der hat eine sehr ausgeprägte männliche Fortpflanzungsmaschine gehabt, sozusagen. Und so. Also wir leben, also ich muss einfach im Kontext sehen, es sind grausame Zeiten, das sage ich nicht, um irgendwas zu entschuldigen, aber es ist nicht die heutige Zeit. Was ist spanische Inquisition? Oder Inquisition allgemein? Inquisition ist der Versuch, Untersuchungen einzuführen, zum Beispiel. In Spanien bekehren sich im 15. Jahrhundert Juden zum Christentum. Jetzt sagt der Nachbar, hey, das sind gar nicht wirklich, die haben sich gar nicht bekehrt. Oder Muslime, die haben nur zum Schein gesagt, dass sie Christen sind, aber wenn echt, jeden Freitag haben die eigentlich ihr heidnisches Dingsbums. Und dann sagen die Inquisitoren, okay, dem müssen wir nachgehen. Also erstmal die Einführung von Inquisition ist ein rechtsstaatlicher Versuch.
Okay, ist der Versuch, wir gehen nicht nur, also gerade auch bei den Hexenprozessen ist das später wichtig. Der klassische Hexending ist, die eine Nachbarin sagt, die andere ist eine Hexe und dann wird sie umgebracht. So läuft Hexenwahn. Und Inquisition ist der Versuch, wir gehen der Sache erstmal auf die Spur, wir verhören die, wir befragen Zeugen. Das ist die Theorie. Ja? De facto sind wir heute trotzdem schockiert, dass jemand wegen als Ketzer verurteilt wird und hingerichtet wird. Die spanische Inquisition hat hauptsächlich, also Morisken nennt man die, also Muslime, die nur zum Schein konvertiert sind, auch Lutheraner verfolgt, aber auch so Sachen, wie es fand ich auch interessant, in der spanischen Inquisition wurden Priester verfolgt wegen sexueller Übergriffe. Also das gleiche Thema, was wir heute in der Missbrauchdebatte haben, war ein Teil der spanischen Inquisition. Also wenn gesagt wird, ein Priester hat sich irgendwie sexuell vergangen im Beichtstuhl, kam der auch vor die Inquisition. Jetzt, zum Glück gibt es davon relativ gute Zahlen und sehr wichtig, wenn du so Hardcore-Atheisten liest, dann liest du, dass da Hunderttausende oder Millionen von Menschen auf den Scheiterhaufen der Inquisition gestorben sind. In der spanischen Inquisition, das hier, also man hat das sehr, sehr genau erforscht, du kannst das nachschauen, auch in dem Buch von Arnold Angenell, das ist jetzt, sind die genauen Inquisitionsakten von einer Zeit, von einer Epoche und da ist dann am Schluss, es gab insgesamt 907 in der Inquisition Verurteilte, allerdings mit Abstand, die Strafe, die am meisten verhängt wurde, war Gefängnis. Es gab auch so Strafen wie, dass zum Kreuzzug verurteilt wurde oder ganz oft, sie wurden verurteilt, Kreuze zu tragen auf ihrer Kleidung. Und es gab auch die Todesstrafe, allerdings insgesamt hier 41 Todesstrafen von 907. Trotzdem schlimm, trotzdem nicht zu entschuldigen. In der spanischen Inquisition ist von den Jahren 1570 bis 1700, also in 130 Jahren, wurden insgesamt etwa 6000 Menschen zu Tode verurteilt. Das ist, also angenehm sagt, 6000 ist zu hoch angesetzt, es waren weniger. Das ist grundsätzlich natürlich schrecklich, aber im Zeitraum von 130 Jahren ist es weit entfernt von, das waren irgendwie Hunderttausende von Leuten. Ja? Die allermeisten Fälle sind durch mildere Strafen oder Freisprüche erfolgt und nicht durch Verurteilung und erst recht nicht zum Tod. Die römische Inquisition, von der man auch oft hört, irgendwie Galileo, Galilei und so weiter, die römische Inquisition hat noch besser geführte Akten von 1542 bis 1761, also in 220 Jahren, hat die römische Inquisition 97 Menschen zum Tode verurteilt. Angenommen kommt zu dem Schluss, die römische Inquisition exekutierte weniger Heretiker als viele niederländische Städte. Damals war es normal, also Städte, nicht Kirchen, es war damals normal, in der staatlichen Gewalt jemanden hinzurichten wegen allem Möglichen. Die Inquisition war bedeutend milder als vergleichsweise weltliche Gerichte. Also, in Rom wurden in der Inquisition 97 Menschen hingerichtet, in der Stadt Nürnberg in der gleichen Zeit 939 Hinrichtungen, allein 50 davon durch Rädern. Ich werde euch nicht erzählen, wie die Hinrichtungsart des Räderns abläuft, sonst wird es euch schlecht. Lasst uns jetzt eins weitergehen, ist ähnliche Situation für die Hexenverfolgung. Zunächst, Hexenwahn. Und Hexenverfolgung ist leider etwas, was es in unterschiedlichsten Kulturen gab und gibt. Wenn du heute nach Afrika fährst, hast du Hexenwahn. Und zwar noch stärker in den animistischen Gegenden, also in den nichtchristlichen Gegenden. Hexen oder Hexerei oder Magie war schon im Codex Hammurabi ein strafwürdiges Vergehen. Das ist die älteste Rechtssammlung der Babylonier, die wir überhaupt haben. Weiß ich nicht, 2000 vor Christus oder sowas. Hexerei konnte mit dem Tod bestraft werden im römischen Recht. Hexerei wurde und wird verfolgt in islamischen Gemeinschaften, in heidnischen Gemeinschaften. Im Jahr 1085 schreibt Papst Gregor VII. An den noch heidnischen bzw. frisch bekehrten Dänenkönig Harald Blauzahn, toller Name, er schreibt ihm, hey, hör auf mit deinem Hexenwahn, lass die Frauen am Leben, die ihr hier ständig umbringt. Die Dänen waren Heiden
und sie haben Hexen verfolgt. Hexen waren es kulturübergreifend vorhanden. Hexenwahn gibt es auch sehr stark im christlichen Mittelalter, aber interessanterweise gar nicht so viel im Hochmittelalter, am stärksten in der Frühneuzeit, sehr viel in den amerikanischen Kolonien im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert sogar noch, gab es Hexenwahn. Es ist nicht so leicht zu erklären, warum. Hexenwahn ist in der Regel Lynchjustiz gewesen. Das heißt, der eine hat die andere, die ist da nachts irgendwo rum. Auch Frauen haben sich gegenseitig diffamiert. Es waren oft Nachbarschaftsgeschichten. Und ehe man sich versah, wurde eine durchs Dorf gezerrt, dass sie eine Hexe sei. Auch hier Inquisition, die Einführung von Hexenprozessen, war der Versuch, dieser Sache auf die Spur zu gehen. Da gab es sehr, sehr, sehr unerleuchtete Schriften wie den berühmt-berüchtigten Hexenhammer, also eine Kampfschrift zur Zeit kurz vor der Reformation. Das war aber nicht das Einzige. Der Hexenhammer, dieses schreckliche Buch, wurde 1526 von der spanischen Inquisition von Granada, in der Konferenz von Granada, abgelehnt. Gesagt, auf dieses Buch können wir uns nicht berufen. Es ist sehr wichtig, zu schauen, von was genau sprechen wir. Wenn du googelst Hexenwahn im Mittelalter, kommst du auf die abenteuerlichsten Zahlen, zum Beispiel auf die Zahl, dass bis zu 9 Millionen Frauen als Hexen verbrannt wurden. Das Interessante ist, wenn du genau nachgehst, wer zum ersten Mal solche hohen Zahlen angesetzt hat. Und es gab zwei große Wellen, die praktisch versucht haben, die Kirchengeschichte in den dunkelstmöglichen Farben zu zeichnen. Und das erste war die Welle der Aufklärung. In der Enzyklopädie wurde geschrieben, durch Religion wurden mehr Menschen getötet als durch Gottlosigkeit. Ich glaube, die 40 Millionen durch einen Mongolensturm Getöteten haben sie unter den Tisch fallen lassen. Die zweite Welle, und das ist sehr wichtig zu wissen, die beiden großen Ideologien des 20. Jahrhunderts, der Kommunismus und besonders der Nationalsozialismus, haben sehr, sehr, sehr gezielt diese Stories nach vorne gebracht. Heinrich Himmler hat eine Hexenkartei anlegen lassen und hat behauptet, es seien, wörtliches Zitat, 9 Millionen Frauen germanischen Blutes geopfert worden von der Kirche. Mathilde Ludendorff, eine der Vordenkerinnen des faschistischen Atheismus, gab da eine ganz eigene, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Erlösung von Jesus Christus. Also die Erlösung ist weg von Jesus Christus. Mathilde Ludendorff genauso. Sie haben bewusst diesen Hexenwahn möglichst massiv dargestellt. Tatsächlich sind Frauen als Hexen verbrannt worden und jede ist ein totales Drama und jede war furchtbar. In Deutschland, schätzt man, wurden etwa 25.000 Frauen als Hexen verbrannt in der gesamten Zeit. Hier habt ihr eine Übersicht. Man sieht hier aus anderen Ländern, in Irland 2, in Spanien etwa 300, in Italien 1000, Niederlande 200, Frankreich 4000, in Ungarn 800. All das ist absolut schlimm. All das sind aber nicht 9 Millionen. Und die Hexenverbrennungen waren nicht Akte der Kirche, sondern es war Lynchjustiz weltlicher Macht beziehungsweise einfach von Leuten. Tatsächlich waren kirchliche Kräfte massiv bei der Beendigung des Hexenwahnes beteiligt. Allem voran ein echter Held namens Friedrich von Spee, der auch ein Verfasser von geistlichen Liedern war, ein Jesuit. Er schreibt über sich, 1635 gestorben, er schreibt, die Nächstenliebe verzehrt mich und brennt wie ein Feuer in meinem Herzen. Unser Gott ist nicht wie ein Gott der Heiden, sondern von unbegreiflicher Liebe zum Menschengeschlecht erfüllt. Diese Liebe treibt ihn dazu, ein Werk zu schreiben, das Cautio Criminalis heißt. Cautio Criminalis heißt auf Deutsch Vorsicht bei Gericht. Und es ist eine Anti-Hexenwahn-Schreitschrift, wo er sagt, die Hexenprozesse müssen aufhören, weil sie Unsinn sind. Und er beweist, warum die nicht funktionieren können. Und es war eine der wesentlichen Schriften, die zum Ende des Hexenwahns beigetragen haben. Kann man immer noch sagen, ja, okay, aber trotzdem sind viele umgebracht worden. Ja, es sind aber allgemein damals viele Menschen umgebracht worden. Ich zitiere einen großen Vordenker der Aufklärung, Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau schreibt über die Aufklärung, dass sie der neue Glaube sind. Und Originalzitat: Wer diese Glaubenssätze öffentlich anerkannt hat und sich dennoch benimmt, als glaube er nicht daran, soll mit dem Tod bestraft werden. Er hat das größte aller Verbrechen begangen. Und jene französische Revolution, die mit Egalität und Fraternität auf den Fahnen, auf die Barrikaden ging, also mit diesen Werten, hat ganz kurze Zeit später schon ein Terrorregime errichtet. Wenn du heute nach Frankreich kommst, kannst du Klöster ansehen, die in Schutt und Asche geschlagen wurden. Im September 1792 allein, die sogenannten Septembermorde, wurden 1500 Menschen hingerichtet, davon 300 katholische Priester. In der dann folgenden Schreckensherrschaft, das ist in Frankreich, nennt man es auch Le Terreur, also wo einfach überall Guillotinen aufgestellt wurden, die Revolution ihre eigenen Kinder fraß, die sich also gegenseitig hingerichtet haben, gab es innerhalb kurzer Zeit 50.000 Hinrichtungen im Namen von Freiheit, Demokratie und Brüderlichkeit. Das war 0,2% der Bevölkerung. Du musst dir das vor Augen halten, es wäre auf die heutige Bevölkerung von Deutschland hochgerechnet 160.000 Hinrichtungen. Also es ist wie, wenn du sagen würdest, innerhalb eines halben Jahres oder einem Jahres werden in Deutschland 160.000 Menschen geköpft. Das war die glorreiche französische Revolution. Also zumindest einer der Effekte. Das ist ein sarkastischer Cartoon aus der Zeit, wo geschrieben wird, das ist die Herrschaft hier der Freiheit. Hier die Kirchen werden angezündet, die Priester werden geköpft. Ich möchte diesen bisschen heftigen Teil mit einem Zitat mal beschließen von René Girard. Der kommt nachher gleich nochmal. Das ist ein kürzlich verstorbener, ganz berühmter französischer Religionsphilosoph, der sich hauptsächlich mit dem Thema Gewalt und Religion befasst hat. Und er sagt, alle Übel dieser Welt den biblischen Religionen aufzubürden, darin sind wir ziemlich gut. Wenn das Christentum an allem schuld ist, dann müssen wir unsere heimliche Komplizenschaft mit der Gewalt nicht mehr eingestehen, hat im Interview mit der Zeit gesagt, Link auch hier unten. Ein letztes noch über Thema Ketzerverfolgung, ganz berühmt die Kirche, der Prozess von Galileo Galilei, ein bisschen dieses Ding, die katholische Kirche oder die Christen überhaupt waren Feinde der Wissenschaft und erst die Aufklärung hat praktisch Licht ins Dunkel gebracht. Der Prozess von Galileo Galilei ist absolut schrecklich, ist so ähnlich wie Giordano Bruno eine der wirklichen Schandflecke. Es ging aber um was anderes. Teilweise wird behauptet, das ging im Mittelalter, haben die alle noch geglaubt, dass die Erde sei flach und haben nicht geglaubt, die Erde sei rund. Das ist Unsinn. Im Mittelalter wurde genauso schon geglaubt, dass die Erde rund ist. Das ist einer der Gründe, warum die Kaiser einen Reichsapfel trugen. Der Reichsapfel, der runde, war ein Symbol der ganzen Welt. Stimmt nicht, dass man im Mittelalter geglaubt hat, die Erde sei flach. Auch wenn es, auch hier habe ich einen Artikel zitiert, in den meisten Schulbüchern so unterrichtet wird. Es ist tatsächlich nicht wahr. Auch das heliozentrische Weltbild, also dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht, sondern die Sonne, stammte nicht von Galileo Galilei, sondern ist, wie man auch schon sagt, das kopernikanische Weltbild, die kopernikanische Wende, von Kopernikus. Kopernikus war ein katholischer Geistlicher. Es kann also nicht davon die Rede sein, dass die Christen die Wissenschaft bekämpft hätten. Ganz im Gegenteil, gerade die Astronomie wurde am päpstlichen Haus sehr gepflegt, wurde allgemein in den Klöstern gepflegt. In den Klöstern gab es eine große Blüte der Wissenschaften. Auch hier wieder, auch die mehr, dass erst nach dem Mittelalter man rausgefunden hätte, dass die Erde rund ist. Auch sie wurde von den Nazis befeuert, denn im Jahr 1492 hat ein Deutscher namens Beheim einen Globus, einen der ersten Globen erfunden und Hitler hat, glaube ich, sogar selber versucht, den zu kaufen oder hat ihn gekauft, der steht jetzt, glaube ich, in Nürnberg im Museum, um zu sagen, ein Deutscher war der Erste, der herausgefunden hat, dass die Erde rund ist und das Mittelalter, die waren alle blöd, die haben gedacht, die Erde sei eine Scheibe. Auch das war eine von den Nazis eingesetzte Lüge. Das Mittelalter war alles andere als eine wissenschaftsfeindliche Zeit. Tatsächlich wurden im Mittelalter die ersten Universitäten gegründet, wie jene von Bologna im Jahr 1090 etwa. Ich habe euch hier eine Liste rauskopiert von den ältesten Universitäten der Welt. Und was fällt euch auf? 962 Parma,
11. Jahrhundert Bologna, 13. Jahrhundert Paris, 1204 Vicenza, 1208 Palencia, 1209 Cambridge, 1215 Arezzo, Salamanca, Padua. Das ist alles Hochmittelalter. Das Hochmittelalter ist die Geburtsstunde der Universität. Und ich glaube, wir sind in der heutigen Zeit oft ein bisschen schuldig eines, wie nennt man das, Epochensnobismus. Snobismus heißt, ich denke ein bisschen überheblich über jemand anderen und wir denken ein bisschen überheblich über andere Zeiten. Ja, es ist lustig, so John Lennon, der singt so schön, Imagine, there is no heaven, it's easy if you try. Aber John Lennon hat Paul McCartney auf einem Kirchenfest getroffen. Sie hätten sich überhaupt nie getroffen, wenn es kein Kirchenfest dort gegeben hätte. Und sie hätten auch nicht mehrstimmig gesungen, denn der mehrstimmige Gesang wurde nur in einem christlichen Kulturkreis erfunden, nämlich in den Klöstern. In anderen Kulturen ist mehrstimmiger Gesang, der auch aufgeschrieben wird, meines Erachtens nicht bekannt. Also wir verdanken unglaublich viel einer Tradition, die wir leichtfertig oft verachten. Okay, jetzt wart ihr schon sehr, sehr geduldig. Dann komme ich jetzt dennoch noch bedeutend kürzer zu dem Thema Kreuzzüge und Heiliger Krieg. Es wird noch kurz ein bisschen blutig und dann biegen wir in die Zielgerade ab. Ich hoffe, ihr könnt noch kurz. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von unvorstellbarer Grausamkeit. Wenn du die ältesten literarischen Werke der Menschheit anschaust, zum Beispiel der Kampf von Troja, also der oder die Odyssee oder eben die Ilias, in Odyssee, da spritzt das Gehirn zu Boden, die Helden fallen in der Schlacht und es wird direkt so dargestellt, als wäre das was total Großartiges. Gewalt ist eigentlich geradezu herrlich und nicht nur dort war es so, es war in anderen Teilen der Welt genauso, tolles Zitat gelesen, in unserer Welt hier, in Deutschland oder in den Niederlanden, im altgermanischen Heidentum war der Normalzustand ständiger Kampf eines Stammes gegen die anderen. Tatsächlich haben sie sich Valhalla, den Himmel, vorgestellt als ein ständiges Kämpfen, wo man nicht sterben kann. Also die Helden kämpfen die ganze Zeit nebeneinander. In einer altgermanischen Erzählung oder in einer Historie heißt es, dass der Isländer Knabe Egli als Siebenjähriger zum großen Stolz seiner Mutter seinen Spielgefährten mit einer Bartaxt erschlug, weil er gegen ihn im Ballspiel verloren hat. Und die Mutter hat gesagt, das hast du aber gut gemacht. Und von einem Dänenknabe namens Wagen wird berichtet, dass er mit 9 schon 3 Männer erschlagen hatte. Also einmal mehr, das ist das Normale, das ist das, wo wir menschlich herkommen. Im Christentum, wir hören das exakte Gegenteil von Jesus, komplett Pazifismus, er stirbt am Kreuz. So, dann kommen Christen aber in Situationen, in denen wir heute politisch auch sind. Zum Beispiel in die Frage, ja gut, aber gibt es Situationen, wo du kriegerisch eingreifen musst? Wie ist es, wenn du angegriffen wirst? Wie ist es, wenn eine Großmacht über ein anderes Land herfällt? Und der Erste, der gezielt über das nachdenkt, ist Augustinus von Hippo. Es gibt im Christentum und gab nie eine wirkliche Definition von heiligem Krieg. Am ersten gab es, das machen wir bei den Kreuzzügen, aber es gab nicht wirklich eine Theorie von heiligem Krieg dahinter. Es gab aber bei Augustinus eine Theorie von gerechtfertigtem Krieg. Augustinus hat Folter und Todesstrafe abgelehnt, aber er hat gesagt, es gibt Gründe, wo Krieg als Mittel gerechtfertigt ist. Jetzt, wie ist die Situation in Europa in den daraufhin folgenden Jahren? Im Jahr 731 wird das Kloster Luxeuil von arabischen Reitern geplündert. Wo ist denn Luxeuil? Luxeuil ist eine Stunde westlich von Basel etwa. Warst du schon mal in Basel? Ist nicht so weit weg. Eine Stunde westlich davon etwa ist das alte Kloster, das iroschottische Kloster Luxeuil. Die hatten auch eine Tradition von Tag- und Nachtgebet übrigens. Jetzt denkst du dir, warum wurde das 731 von arabischen Reitern geplündert? Weil in dieser Zeit innerhalb von 100 Jahren sich der Islam ausbreitet von Arabien hier in sattem Dunkelgrün bis hin, fast die ganze bekannte Welt. Und wir springen jetzt mal nach Europa. Im Jahr 732 kommt es zu einer entscheidenden, wichtigen Schlacht. Karl Martell, der dann auch der Begründer der Karolinger wird oder einer der Vorbegründer, bei der Schlacht von Poitiers, so sieht das heute aus, das Schlachtfeld von Poitiers, siegt er gegen die muslimischen Heere. Und das, ihr Lieben, ist einer der Gründe, warum wir heute nicht muslimisch sind in Europa. Also der Islam expandiert massiv auf,
aus und die ganzen folgenden Jahre, Jahrhunderte, ist die westliche Welt, ist das Karolingerreich, das Frankenreich, die Christianitas in einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Islam. Das endet eigentlich erst im 17. Jahrhundert. Dazu noch später. Man muss es im Großkontext sehen. Im Jahr 846 sind Sarazenen den Tiber hochgefahren und plündern den Petersdom, nehmen Frauen und Kinder gefangen und verkaufen sie in die Sklaverei. 846. So, wie kommt es zu den Kreuzzügen und was sind die Kreuzzüge? Die Kreuzzüge entstammen der Tatsache, dass Jerusalem durch die Türken erobert wird. Vorher waren da auch schon Muslime, aber die Christen konnten weiter Jerusalem als Pilger besuchen und es war einigermaßen okay. Jetzt kommen die Türken und erobern Jerusalem und es gibt Gerüchte, dass christliche Pilger dort bedroht werden, dass sie nicht mehr die heiligen Städte besuchen dürfen. Außerdem gibt es Hilferufe von den bedrängten Christen aus der Ostkirche. Konstantinopel wird bedroht. Im Jahr 1095 ruft Papst Urban auf zum Kreuzzug, um Jerusalem zu befreien aus den Händen der Ungläubigen. Und da passen verschiedene Sachen zusammen. Man hat auf einmal eine gemeinsame Idee. Wir streiten uns nicht mehr untereinander, sondern wir ziehen alle nach Jerusalem. Du kannst auch für dein Seelenheil was tun. Und da waren andere Ideen sicherlich auch noch mit dabei. Aber im Jahr 1096 setzen sich ganz unterschiedliche Züge in Bewegung. Hier sieht man diese Routen. Allein der rote ist nur der erste. Und dann gab es einen zweiten und dritten Kreuzzug hauptsächlich. Und der erste Kreuzzug ist einigermaßen erfolgreich. In dem Sinne, erstmal, es gibt alle möglichen Horden und Leute, die mitziehen, die sich denken, warum bis nach Jerusalem gehen, um die Feinde des Kreuzes zu bekämpfen? Lass uns doch gleich am Rhein anfangen. Und es werden schon ein paar Synagogen abgefackelt und Juden umgebracht. Einer der schrecklichsten Details, hauptsächlich nur des ersten Kreuzzugs, aber des Kreuzzugs auch, dass eine antijüdische Komponente mit dabei ist, die es im Christentum immer mit auch gab. Antisemitismus war immer eine der Versuchungen des Christentums, aber leider nicht nur des Christentums, sondern auch anderer Kulturen. Der erste Kreuzzug endet mit der erfolgreichen Eroberung Jerusalems. Jerusalem wird vom Kreuzfahrerheer 1099 eingenommen. Zeitgenossen berichten von einem schrecklichen Blutbad, das man alle erschlagen hätte in der Stadt und das Blut war stadienweit ist aus der Stadt herausgeflossen. Andere bezweifeln das und sagen, so hat man Schlachten damals allgemein bezeichnet oder beschrieben. Tatsache ist, dass das Kreuzfahrerreich nach weniger als 100 Jahren wieder zerfällt. Ein zweiter und ein dritter Kreuzzug scheitern. Beim dritten kommt es sogar zum totalen Desaster, weil die Kreuzfahrerheere einfach eine andere Abbiegung nehmen und statt Jerusalem einfach mal Byzanz erobern, das sind eigentlich Christen, und das die Trennung zwischen Ost- und Westkirche noch weiter verstärkt. Also, und dann gibt es noch einen Kinderkreuzzug. Also die Kreuzzüge scheitern erbärmlich. Die Idee, mit Waffengewalt das Heilige Land zurückzuerobern, ist ein kompletter Fehlschlag. Aber gleichzeitig entstehen in der Zeit auch positive Sachen. Als die Kreuzzüger nach Jerusalem kommen, sehen sie dort ein christliches Hospital, ein Krankenhaus, das erste Krankenhaus der Weltgeschichte. Das hat der Bruder oder der Meister Gerhard gegründet. 1000 Betten. Er hat muslimische und jüdische Ärzte mit angestellt, behandelt jeden Kranken, als wäre er Christus, bekommen die besten Speisen. Das ist der Gründer des Malteserordens. Und innerhalb weniger Jahrzehnte entstehen solche Hospitale, wo auch Nichtchristen behandelt werden. Jeder Kranke, als wäre er Christus, in ganz Europa. Und in der Zeit gibt es auch die Bewegung von Franz von Assisi. Es entstehen auch positive Sachen, aber die Kreuzzüge an sich bleiben als großer Makel. Die Frage ist, wie soll man damit umgehen? Was gerechtfertigt? Dürfte man denen helfen? Aber hey, das Christentum hier mit dem Kreuz vorne dran und Gott will es, in den Krieg zu ziehen, widerspricht dem Evangelium zutiefst. Der Althistoriker Egon Fleig kommt zu einem anderen Urteil. Ihr dürft nicht vergessen, Konstantinopel fällt trotzdem 1490 oder was an die Türken und ist bis heute türkisch. Das Herzzentrum der Ostkirche, die Hagia Sophia Kirche, das ist eine Hagia Sophia Kirche, die jetzt wieder als Moschee genommen wird, wurde eingenommen. Eigentlich die linke Lungenhälfte des Christentums wurde von Muslimen erobert und ist es bis heute. Und
durch die Kreuzzüge wurde diese Eroberungswelle halt eingedämmt. Ich gebe das wieder, ich bin kein Historiker, ich kann das nicht beurteilen, aber der Althistoriker Egon Fleig sagt, wäre Konstantinopel schon 1100 gefallen, dann hätte die enorme militärische Kraft der türkischen Heere Mitteleuropa 400 Jahre früher heimgesucht. Dann wäre die vielfältige europäische Kultur wahrscheinlich nicht entstanden. Keine freien städtischen Verfassungen, keine Verfassungsdebatten, keine Kathedralen, keine Renaissance, kein Aufschwung der Wissenschaften. Denn im islamischen Raum entschwand das freie griechische Denken eben in jener Epoche. Ich lasse es mal so stehen. Tatsache ist, dass das Thema damit nicht aus der Welt war. Die Türken kommen 1529 vor die Tore Wiens, werden zurückgeschlagen. Und bei der großen Türkenbelagerung 1583 stehen sie wieder vor Wien. Du bist von hier in wenigen Stunden mit dem Auto in Wien. Es ist heute leicht zu sagen, ja, dann hätte Christen da sollen da nicht kämpfen. Die Türkenbelagerung von Wien, ich glaube, 100.000 türkische Belagerer haben Städte und Ortschaften um Wien herum geplündert und gebrandschatzt. Es gab Hungersnöte in Wien. Die haben nicht schlecht gekämpft. Die waren Meister im Grabenkrieg. Die haben Schächte unter den Stadtmauern durchgetrieben und mit Granaten, also mit Sprengstoff, versucht, Stadtmauern zum Einsturz zu bringen. So haben die gekämpft. Die haben es echt drauf gehabt. Warum ist Wien nicht gefallen? Weil der Papst für eine Unmenge von Geld ein Entsatzheer gesponsert hat, das unter der Leitung von Polen, auch mit Beteiligung vieler anderer christlicher Reiter, von der Donau herunterkam, zu Hilfe geeilt. Es war gesponsert vom Papst. Deswegen ist Wien nicht muslimisch geworden. Und deswegen, weiß ich nicht, ist Österreich, ist Deutschland nicht muslimisch geworden. Ich lasse es einfach so stehen. Bin weit davon entfernt, die Kreuzzüge wieder verharmlosen zu wollen. Aber oft ist es in der Geschichte kompliziert. Ich komme zum Ende. Wie ist es denn? Macht Religion intolerant? Menschliche Gesellschaften neigen zu Intoleranz. Es gibt einen Film, der vor etlichen Jahren rausgekommen ist, eine Buchverfilmung. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, Der Herr der Fliegen. Kennt das jemand? Ja, ziemlich grauenhafter Film. Der Herr der Fliegen spielt die Geschichte durch, dass eine Gruppe von Kindern auf einer Insel so mehr oder weniger strandet und die organisieren sich in Gruppen und die fangen an, naja, das zu tun, was Gruppen tun. Weißt du, was Gruppen tun, was menschliche Systeme tun? Das ist ein menschliches System. Du musst dich irgendwie nach außen verhalten, du musst dich irgendwie nach außen verteidigen. Was machst du, wenn einer eine faule Socke ist und sich nicht verteidigen will? Den musst du bestrafen. Und dann musst du innerhalb der Gruppe eine Hierarchie aufbauen. So funktioniert jedes menschliche System. So funktioniert die Französische Revolution, so funktioniert der Kommunismus, so funktioniert jede Familie. Es muss irgendwas geben, wie ich mich nach außen abgrenze. Es muss irgendwas geben, wie ich mich nach innen verhalte. Und man könnte sagen, jedes menschliche System hat potenziell ein Gewaltproblem und hat ein Problem der Intoleranz. Jedes. Und jedes System lebt von der Frage, wie können wir denn damit umgehen? Weil schaut mal her, dieses Ding hier ist das Normale. Und das, was ich euch vorher beschrieben habe, so das schöne Menschenbild der Aufklärung, ist also, alle Menschen sind gleich viel. Man kann sagen, nicht der eine hat eine Krone, sondern jeder Mensch hat eine unveräußerliche Würde. Das ist so unnatürlich. Weil wir streiten uns und haben ein Gewaltproblem. Das ist was sehr, sehr, sehr Bemerkenswertes. Und jedes System muss irgendwie dafür sorgen, dass der Typ nicht alle anderen tyrannisiert. Und dass der Typ vielleicht ein bisschen bestraft wird, wenn er ein fauler Sack ist, aber nicht zerfleischt wird. Und dass die Aggression nach außen zwar irgendwie ein bisschen ist, muss man schon verteidigen, aber nicht bestialisch wird, sonst kollabiert das System. Jedes menschliche System funktioniert so. Religiöse und nicht religiöse Systeme. Was ich behaupte ist, das, was im Christentum passiert, ist absolut revolutionär. Und zwar nicht, weil Christen die besseren Menschen sind oder weil die Kirchengeschichte besonders rühmlich wäre, sondern weil in dieses System Prinzipien eingebaut sind, die bemerkenswert sind. Beispiel. Jesus wird gefragt, wie das mit den Steuern ist. Und er sagt so einen kleinen Nebensatz, der so normal klingt. Er sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gibt Gott, was Gott gehört. Das ist absolut massiv.
paar hundert Jahre später, Papst Gelasius I. formuliert es 496, dass es ein göttliches und ein weltliches Recht gibt. Warum ist das massiv wichtig? Weil die Erkenntnis da ist, dass Machtsysteme, übrigens auch religiöse Machtsysteme, auch in der Kirche, massiv anfällig sind. Deswegen gibt es schon im Alten Testament bei den Propheten, deswegen gibt es bei Jesus Machtkritik. Es wird gesagt, König, du kannst nicht einfach tun, was du willst. Du, da gibt es einen, der größer ist als du. Und noch was, du darfst keine anderen Menschen unterdrücken, denn du selber bist auch anfällig in deinem Herzen, du bist verführbar. Das ist das, was in so vielen politischen Ideologien auch heute übersehen wird. Wenn gesagt wird, es gibt Unterdrückungsmechanismen und da gibt es Unrecht, ja, aber es gibt Unterdrückungsmechanismen in deinem Herzen und du bist nicht besser. Und wenn du oben auf der Spitze wärst, wärst du auch nicht besser. In dir würden die gleichen Unterdrückungsmechanismen anspringen. Wenn du diese Gebäude anschaust, wie im Hochmittelalter, in der Romanik, in der Kirche, fällt eine Sache wieder und wieder auf. Und das ist die, dass in der Apsis, also da, wo du hinblickst in dieser Kirche, wird dein Blick gelenkt auf eine spezifische Darstellung. Und das ist die Darstellung vom Gekreuzigten. Das ist eine Szene, die es in der sakralen Kunst ganz viel gibt, was ja höchst ungewöhnlich ist, zu sagen, wir blicken da auf das Opfer von Justizgewalt. Wir schauen uns das an, was menschliche Gewalt tut. Wir schauen uns das die ganze Zeit an, was menschliche Intoleranz tut. Was ist denn da der tiefere Sinn, bitte? Und mir kommt innerlich dieses Bild, das gibt es in der Bibel, im letzten Buch der Bibel, dass Könige, also Leute, die eine Krone tragen, in der Offenbarung Kapitel 4, ihre Krone niederlegen vor dem geopferten Lamm. Ihr Lieben, das ist religionssoziologisch absolut tiefsinnig. Einmal mehr, René Girard. Ich mute euch jetzt noch ein bisschen Religionsphilosophie zu, aber wir sind fast fertig. Er sagt deswegen, es ist so leicht, die Schuld abzuschieben, auf die Kirche zu sagen, die waren falsch, die sind die Bösen. Er sagt, weil dann bin ja ich einer von den Guten. Das hier, da kannst du nicht einer von den Guten sein. Du bist gleichzeitig einer von den Bösen, weil du merkst, Mist, ich habe auch Teil, ich bin auch Täter. Und du merkst, aber ich bin auch Opfer. Jeder von uns ist auch Opfer, weil die Welt ungerecht ist. Und René Girard schreibt, derjenige, der uns die eigene Gewalt vor Augen führt und enthüllt, sitzt plötzlich auf der Anklagebank. Unsere eigene Gewalt wehrt sich heftig gegen eine Religion, die es uns verbietet, Gewalt einzusetzen. Deshalb ist das Christentum der perfekte Sündenbock. Und es hat sich ja selbst so bezeichnet. Auch Jesus war ein freiwilliger Sündenbock. Er hat uns eine Religion hinterlassen, die den Gewalt- und Opfermechanismus in unserem Zusammenleben bloßgelegt hat. Und deshalb provoziert er die Menschen, die christliche Religion auf alle mögliche Weise zu leugnen und zu Grabe zu tragen. Denn dass Gott auf einmal auf der Seite der Opfer steht, ändert alles. In archaischen Religionen ist das Opfer schuldig und muss sterben. Und hier sagt Gott, und wie ist es, wenn ich mich an die Seite des Schuldigen stelle, wenn ich mich an die Seite des Opfers stelle und wenn der König der Diener wird und die Füße wäscht? Ihr Lieben, das ist die revolutionäre Sprengkraft, die dieses Ding auf den Kopf gestellt hat. Nicht nur eine Philosophie, sondern eine tiefe Umdrehung der Verhältnisse. Und es gab und gibt eine Rebellion gegen diese Wahrheit. Es ist kein Zufall, dass Nietzsche, auf den sich dann später auch die Nazis berufen haben, sagt, die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Das ist der erste Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden, das Christentum. Das schreibt Nietzsche, weil er klar erkannt hat, genau das wollen wir nicht. Und deswegen war das Christentum ein Stachel im Fleisch der massiven menschlichen Ideologien. Denn ihr Lieben, zu diesem König, der alles diktiert, kann auch die menschliche Weisheit sich aufschwingen. Auch die Wissenschaft kann das. Hör einfach nur auf die Wissenschaft. Hey, beide großen Ideologien des 20. Jahrhunderts haben gesagt, dass sie auf die Wissenschaft hören.
Heinrich Himmler hat gesagt, wir ziehen die Werte direkt aus der Natur. Es sind nur die Werte der Natur. Das ist das Überleben des Stärkeren. Der Kommunismus ist aufgetreten mit dem Ding. Es ist der historische, naturwissenschaftliche, dialektische Materialismus, der Gang der Geschichte, dass die Proletarier eine Diktatur errichten. Hör auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft alleine kann nicht Werte generieren. Unsere Werte müssen von was anderem kommen. Und wir Menschen sind massiv anfällig für diese Machtmechanismen. Ein Überlebender des Konzentrationslagers, Haim Ginot, schreibt, hör mir auf mit dem Thema, wir brauchen Bildung und Erziehung. Ich bin Überlebender eines Konzentrationslagers. Meine Augen sahen, was niemand sehen sollte. Gaskammern, die studierte Ingenieure gebaut hatten. Kinder, die von ausgebildeten Ärzten vergiftet wurden, von geprüften Schwestern getötete Säuglinge und Frauen und ihre Babys, die von Menschen mit Abitur und Hochschulabschluss erschossen und verbrannt wurden. Ihr Lieben, unser menschlicher Verstand ist anfällig. Und im Letzten verändert keine politische Gewalt, kein politisches System das menschliche Herz. Im Letzten verändert Gnade das menschliche Herz. Im Letzten verändert das, was Jesus getan hat, das menschliche Herz. Keine politische Ideologie. Und das ist elementar wichtig. Und auch wenn dieser Vortrag jetzt schon ewig lang geht und ihr innerlich noch nicht mehr zuhören könnt, das ist die Grundlage. Daher fließt es, wovon wir uns ernähren. Man könnte auch, und damit schließe ich wirklich mit dieser Bibelstelle aus dem Römerbrief enden, wenn du über Toleranz sprichst und woher Toleranz kommt, darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat. Toleranz heißt nicht, es ist mir eh egal, was du sagst, weil Wahrheit gibt es keine, jeder strickt sich sein eigenes. Toleranz heißt den anderen annehmen, nicht weil es wahr ist, was du sagst, sondern weil du Würde hast, weil du angenommen wurdest, weil selbst ich angenommen wurde. Macht Religion intolerant? Wir Menschen sind intolerant. Wir alle sind intolerant, auch Christen. Und die Kirchengeschichte gibt beredtes Beispiel von Intoleranz von uns Menschen. Aber es gibt Erlösung. Und je klarer wir unserer eigenen Anfälligkeit für all diesen Mist ins Auge schauen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns herauslieben und heraus erretten lassen. Und das ist tatsächlich die Botschaft des Kreuzes. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich, wenn du es likest, diesen Kanal abonnierst und nicht vergessen, die Glocke einzuschalten. Es gibt noch viel mehr Vorträge von mir unter shop.gebetshaus.org, teilweise 10 oder 15 oder 20-teilige Serien, die es nur als Download oder als CD gibt. Außerdem gibt es einen Podcast von mir auf den üblichen Orten, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen.